Yo, was geht ab? Ich bin Tom von Your Game und ihr seht vor mir schon eine Reihe an Süßigkeiten. Das kommt daher, dass ihr das letzte Süßigkeiten-Testen-Video so krass gefeiert habt. Special Anlass, Halloween steht vor der Tür und ich habe hier eine kleine Auswahl an Halloween-Süßigkeiten, die ich jetzt hier gleich verköstigen werde. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lang um den heißen Brei herum. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr das nicht getan habt und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein mit der ersten Süßigkeit. So, wir starten hier mit rein. Friesia Party Gruftis. Liebe auf den ersten Biss. Ist, glaube ich, so Katjes Verschnitt. Ist vegan. Kostet knackige 1,29 Euro. Finde ich, ist für so eine Tüte eigentlich ganz okay. Weiß nicht, wie viel Katjes kostet, to be honest. Ich probiere den Lachs mal. Fruchtgummi bin ich so geht so Fan von. Also finde ich mal ganz lecker, mal nicht so lecker. Das riecht so, stehen hier Sorten drauf. Passionsfrucht, ja, so riecht es eigentlich auch. Fühlt sich so an wie, wie heißt das? Haribo Tropicana. So ein bisschen rau fühlt sich das an. Ich probiere mal. Boah, ist sehr hart. Mein Gott, ist das zäh. Boah, es hat so eine Schlumpfkonsistenz. Schmeckt gar nicht viel. Er hängt mir ultra zwischen den Zähnen. Dann probieren wir mal was anderes. Es gibt noch Erdbeere, Zitrone, grüne Apfel und schwarze Johannisbeere. Ich muss hier einmal direkt ranten. Warum ist das Zitrone und es sieht aus wie eine Banane? Ich probiere jetzt einfach alle einmal, würde ich sagen. Auch das schmeckt noch nicht viel. Es ist wirklich unendlich zäh. Es schmeckt wirklich wie so ein Schlumpf. Ich habe das Gefühl, ich reiß mir gleich die Zähne raus. Ich habe gar keinen Bock, alle davon zu essen. Oh, ich tue mir ja gerade auch nichts Cooles. Ich schlupfe schnell runter, damit ich nie so viel kaufen muss. Erdbeere hat richtig eklig geschmeckt. Das war richtig künstlich. Jetzt haben wir noch grüner Apfel und schwarze Johannisbeere. Das ist das Beste bisher. Das war mit Abstand das Beste bisher. Aber ich mag es nicht, es ist mir viel zu zäh. Da schmeckt wieder nach nichts. Naja, das ist enttäuschend. Also, Pluspunkte wegen vegan. Aber das war mir erstens viel zu hart. Das schmeckt wirklich wie diese Schlümpfe, Alter. Das war das Gefühl, ich reiß mir mit jedem Bissen den Zahn raus. Und es hat nicht nach viel geschmeckt. Ich würde geben, 3 von 10 würde ich geben. Wir machen weiter mit dem nächsten. Ja, das war ein enttäuschender Start. Ich habe immer noch was zwischen den Zähnen davon. Das ist nicht geil. Aber wir haben hier jetzt was Chipsiges. Wir haben von Xox die guten alten Feuerteufel. Das sind Habanero Chili Chips. Die kosten 1,49 Euro pro Packung. 125 Gramm drin. Sieht irgendwie nach mehr aus. Ich gönne mir jetzt direkt mal ein Näschen. Nice, das riecht nach nicht viel. Dann schmecken die bestimmt toll. So sehen die Dinger aus. Ich glaube, es ist so maisig, oder? Kartoffelflocken. Nee, ist Kartoffel. Ist nichts Maisiges. Also es schmeckt nach nicht viel, aber es ist scharf. Also da kommt so ein richtig, du beißt rein. Ist crunch geil. Dann kaust du und kaust. Und dann entwickelt sich so wie so eine Flamme in deinem Rachen. Aber gib mir was. Das finde ich irgendwie ganz geil. Wenn die jetzt noch mal was schmecken würden. Doch, aber das gibt mir was. Aber mir geben auch Chips was, bin ich ehrlich. Chips geben mir immer was. Boah, schwierig zu raten. Ich kann da gar nicht aufhören gerade, weil es ist schon lecker. Und ist geil scharf. Aber auch ein danker Dude hier hinten drauf. Damn, son. Ja, also finde ich eigentlich nicht schlecht. Sehen auch geil aus so, sind so Pombeermäßig. Finde ich eigentlich ganz geil. Würde ich eine 6 geben. Kann man tief stapeln. Mein Mund brennt immer noch, aber fand ich geil. Aber es hat leider nicht nach so viel geschmeckt, deswegen konnte ich nicht höher als eine 6 gehen. Wir kommen weiter, wahrscheinlich erstes Highlight des Videos. Die Marke heißt Toms. Also, wenn das nicht für mich ist, weiß ich auch nicht. Aber Radnefisk, Herskitz Silt. Das sind irgendwelche Bonbons. Es ist eine extrem dänke Katze vorne drauf, die einen Fisch isst. Ich habe richtig Angst vor den Dingern. Es ist auch unendlich hart. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich glaube, es ist auch Lakritz. Ihr wisst alle, ich zeig's euch einfach, was letztes Mal passiert ist. Ich glaube, ich kotze gleich. Das ist echt eklig. Echt? Da steht auch alles hier auf Dänisch drauf, Mann. Keine Ahnung. Zuckerglucosesirup, Säureregulator, Ammoniumchlorid, Süßholzwurzelextrakt. Alles klar. Ja, ich habe Angst vor den Teilen. Es sieht auch nicht nach Lakritz aus. Ich hoffe, es ist auch kein Lakritz. Oh, riecht aber ganz gut. Ich gehe rein. Es schmeckt leicht fruchtig. Also, ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Guckt euch mal die Verpackung an. Das schreit doch schon. Ich schmeckt nicht. Aber es ist doch kein Lakritz. Es schmeckt nicht nach Lakritz. Es schmeckt wie so ein. Es schmeckt wie Himbeere, glaube ich, oder? Oh nein. Lakritzfüllung. Ja, wir sehen uns, wenn ich da angekommen bin, I guess. Ein paar Sekunden später. Oh. Oh, ich hasse Lakritz, Mann. Oh. Lakritz ist so eklig. Ja, oh Mann, warum macht man das? Es ist aufgegangen.
Bah, Alter. Ja, weiß ich nicht, Alter. Komisches Konzept finde ich auch. Nee, 2 von 10. Das Himbeerding fand ich okay. Das Lakritz war richtig eklig. Ja, nee, 2 von 10. Die Tüte werde ich nicht mehr anrühren. Kann jemand anders essen. Wir machen weiter. Boah, von dem Lakritz habe ich auf jeden Fall heute noch was. So, Nummer 4, glaube ich, sind wir jetzt. Wir haben wieder Chips, Crunch Chips, Terrifying Jalapeno and Cream Cheese. Inferno. Ja, Crunch Chips eigentlich geil. Crunch Chips Western Style, beste Chips. Wer anders sagt, hat keine Ahnung. Und das hier sind geriffelte Kartoffelchips mit scharf cremigem Geschmack. Immer wichtig, vorher ein Näschen zu nehmen. Das riecht irgendwie geil. Das riecht sehr nach Jalapeno. Ich finde auch Riffelchips geil. Riffelchips geben mir was. Auf die freue ich mich jetzt eigentlich. Geil. Junge, wie groß auch. Prost Mahlzeit. Ja, okay. Schärfe entwickelt sich erst wieder so, wenn man es runtergeschluckt hat. Boah, die schmecken geil. Mhm. Doch. Es schmeckt, boah. Ich kann, ja, irgendein Geschmack ist da drin, ne? Der mir extrem an, es schmeckt so low-key nach Mayonnaise, ist das, glaube ich. Na gut, wie weit ist Cream Cheese von Mayo weg? Doch, die sind geil. Geh 8 von 10. Finde ich geil. Doch. Doch, die sind gut. Die sind auch geil scharf. So, weiter geht's. Ich habe gerade offscreen noch ein paar von den Crunch Chips gegessen. Die fand ich echt gut, aber ich habe mir jetzt, glaube ich, sämtliche Geschmacksnerven weggebrannt. Ich hoffe nicht, weil das wäre schlecht für den Rest des Videos. Süßigkeit Nummer 5, Halloween-Süßigkeit Nummer 5, Werthers Original Limited Edition. Das sind normalerweise so Karamellbonbons. Ich hasse Karamell. Und das hier ist jetzt allerdings Pumpkin Spice Geschmack. Hier steht softe Sahne Toffees mit Kürbiskuchen-Zimt-Geschmack. Also klingt eigentlich schon ganz geil. Ich bin aber auch kein Kürbis-Fan. Schauen wir mal. Auf der Packung steht mindestens 25 Stück sind drin. 1,89 kostet das Ganze hier. Oh, kleiner als erwartet. Ich finde, die sehen irgendwie low-key dicker aus auf der Verpackung. Aber naja, besser für mich, falls ich es nicht mag. Oh, oh nee. Aber man sieht das schon. Ich kriege das schon richtig schwierig aus der Verpackung. Ja, geil. Ich muss das jetzt so eklig aus der Verpackung mit meinem Mund holen. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Das ist wie so, ich bin zwar Vegetarier so, aber ich habe es damals auch schon extrem gehasst, irgendein Getier mit Knochen zu essen. Ich hasse Chicken Wings. Ich hasse so Hähnchenkeulen und so, weil alles mit Knochen war so eklig. Und dann musst du es auch immer so nagen. Das werde ich jetzt auch machen. Prost Mahlzeit, Freunde. Ich habe Angst, dass ich Papier mit esse. Das schmeckt nicht nach Kürbiskuchen und Zimt, finde ich. Klebt ja auch wieder viel zu doll zwischen den Zähnen. Es ist kein schönes Mundgefühl. Es ist einfach klebrig nur. Man muss es immer so von einem Mundwinkel in den anderen schaufeln und hoffen, dass es weniger wird. Geschmacklich fand ich es sogar ganz okay, aber es hat nicht wirklich nach Kürbiskuchen und Zimt geschmeckt. Es war schon eher ein sehr, tatsächlich ein angenehmer Karamellgeschmack, fand ich. Es war nicht so overdosed, aber ja, es hält nicht, was es verspricht, finde ich. Und es war, also durch die Packung, weiß ich nicht, wenn ich diesen Dingern da eben eine 6 gegeben habe, muss ich hier eigentlich eine 4 bis 3 geben. Aber ich habe den einen da auch schon eine 3 gegeben und ich würde das lieber essen als diese Fruchtteile. 4 würde ich geben. Da bin ich nicht überzeugt. Gar nicht überzeugt. Ich habe immer... Ja, was zwischen den Zähnen. Ah, wir sehen uns beim nächsten. Süßigkeit Nummer 6. Sour Madness Crush mit einem ultra danken Zombie vorne drauf. Das sind... Oh nein, das ist... Oh Gott. Ich dachte, das wäre so... Oh nö, ich dachte, das wäre so... Das wäre so Fruchtgummi. Hier hinten steht drauf Hartkaramell. In den Geschmacksrichtungen Erdbeer, Granatapfel, Blaubeere und Grapefruit. Es soll extrem sauer sein. Darunter steht sogar Take the Challenge. Ich take jetzt die Challenge. Ihr könnt das auch tun, falls ihr 2,99 € für die Teile ausgeben wollt. Mal schauen, ob sie es wert sind. So, ich habe hier jetzt Blueberry Bash. Vielleicht ist das auch so Center Shock mäßig. Das fände ich ja schon wieder geil. Center Shock ist geil. Alter, das ist sauklebrig. Hier, das ist so ein Totenkopf. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, ist sauer, aber Center Shock ballert schon mehr. Was ist sowas wie Center Shock, nur Bonbons mäßig? Geschmacklich finde ich sogar ganz nice eigentlich. Ja, also was soll ich sagen? Schmeckt echt eigentlich ganz gut. Es schmeckt wirklich, als würde man... Also schmeckt wie so ein... Keine Ahnung, wie soll man das sagen? Also schmeckt sehr blaubeerig. Schmeckt wirklich richtig dolle blaubeerig. Also sauer, finde ich, ist ein bisschen... Da spielen sie ein bisschen mit der Verpackung. Also so sauer ist es nicht. Ein Center Shock ist... Also ein Center Shock ist ja das Ding. Du isst das, dann ist es 10 Sekunden brutalst sauer. Und dann ist es einfach nur noch Kaugummi-Masse. Dann schmeckt sie auch noch nichts mehr wirklich. Und das schmeckt aber durchgehend nach irgendwas. Und das schmeckt schon ganz lecker eigentlich. Ich probiere jetzt noch Wild Strawberry. Gucken, wie das schmeckt. Oh, das ist ein bisschen saurer. Oh! Mhm. Oh! Oh ja, das war doch... Mhm. Oh, immer noch. Mhm.
Und das kam überraschend jetzt. Das kam noch überraschender, als wenn das erste schon, also als wäre das erste sauer gewesen. Und ich habe gerade gar nicht damit gerechnet, dass das sauer noch wird, weil das erst halt nicht sauer war. Schmeckt auch ganz geil. Es schmeckt ehrlich so, ich habe ja einmal ein Fallguys-Video gemacht, wo wir als Glücksradbestrafung quasi saure Sachen hatten. Und die beiden Sorten schmecken genauso wie die Center Shocks, die ich in dem Video hatte. Genauso. Schmeckt geil. Riecht gut, gehe ich eine 7. Also rein geschmacklich. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen so, glaube ich, weil die Chips würde ich mir kaufen für so einen Filmabend oder so. Die würde ich geil finden. Vielleicht für so einen Halloween-Filmabend würde ich mir die Chips kaufen, aber das ist ja, also ich sitze da ja nicht und hau mir eine Packung Sour Patches rein oder so. Finde ich aber ganz geil. Hat mich überzeugt. Also ich würde 7 geben. Fand ich ganz gut. Wäre das jetzt, also wäre das nicht sauer gewesen, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen tiefer gewesen, aber so fand ich das ganz gut. 2,99 € aber ein bisschen zu teuer, finde ich. Ist nicht so eine große Packung. Da sind vielleicht maximal, was hätte ich jetzt gesagt, 12 oder so vielleicht drin. Ich mache das Ding hier jetzt leer und dann gehen wir zur nächsten Süßigkeit. So, vorletzte Süßigkeit. Das hier sind Kesselchips. Streitet sich, glaube ich, zumindest um den ersten Platz mit der hartgehendsten Verpackung. Das sieht auch schon wieder aus, als wäre das radioaktiv. Wenn du das Ding neben einem Mountain Dew stellst, so, dann würdest du denken, ja, genau da gehört's hin. Das hier sind Kartoffelchips mit Chipotle-Chili-Pfeffer. 1,49 € für 50 Gramm. Also soll ein scharfes Ding sein. Sieht man hier ja auch, aber Verpackung finde ich schon, also so radioaktiv wie sie ist, finde ich sie auch irgendwo low-key ansprechend. Bin ich early. Yo. Also die... Oh. Oh, das riecht nur scharf. Das riecht nicht nach Genuss. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber es sieht da drin auch richtig schmutzig aus so. Es riecht wirklich nur nach Gewürz, ne? Na dann. Oh. Alter, okay. Es schmeckt gar nicht. Also es hat einen unheimlich schlechten Geschmack. Also es schmeckt halt einfach gar, es schmeckt nicht. Boah, das spricht richtig in den Magen auch noch rein. Das ist sehr scharf. Also es ist nochmal um Längen schärfer als die Crunch Chips. Boah, aber die Crunch Chips haben wenigstens nach was geschmeckt. Und die schmecken nach nichts. Boah, ich schwitze. Ist das hier schon Hot Chip Challenge? Oh, ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich würde sagen, das ist eine 2 von 10. Die 2 kriegen sie nur, weil sie so scharf sind. Und wir sehen uns gleich bei der letzten Süßigkeit. Oh, es brennt. Ich sag mal so, es brennt. Es hat nach nichts geschmeckt, es brennt. Es kam gerade noch der Hinweis rein, hier steht decently spicy. Ja, war schon mehr als decently spicy, würde ich sagen. Das war schon dolle scharf. Und es hat halt viel gesagt, also ich mag scharf. Hier war es geil. Hier war scharf geil. Weil das hat geil geschmeckt. Das war nur Gewürz, damit es scharf ist. Da war null Geschmack. Naja, dann kommen wir jetzt wahrscheinlich mit Abstand zum abstraktesten Kandidaten, den wir hier heute haben. Und zwar ist das Zombie Snack Blood Syrup. Eine flüssige Süßigkeit in Form von Halloween Blutbeuteln. Wahrscheinlich auch eher so gimmicky. Ich bin ehrlich, seitdem ich das in den Warenkorb gepackt hatte, by the way, keine Werbung, aber alles bestellt auf World of Sweets. Hier ist ein Typo auf der Verpackung. Also ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig das ist. Der steht nicht kühl und trocken lagern, sondern kühn und trocken lagern. Also K-Ü-N-H-L. Aber naja, kann mal passieren, I guess. Seit ich das bestellt habe, habe ich Angst, das zu machen, weil ich auch nicht genau weiß, wie. Ich habe schon mehrmals überlegt, ob ich einfach hier abschneide und dann das so in mich reinschieße. So, also ja, ich hatte die ganze Zeit Angst davor, das zu machen. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, wie ich das zu mir nehme. Und es gibt nur einen richtigen Weg, wenn wir mal ehrlich sind. Boah, Alter. Oh, das schmeckt gar nicht. Es ist viel dickflüssiger als erwartet. Ich meine, die Zutaten sind Glukosesirup, Zucker und Wasser. Und so schmeckt das auch. Also es schmeckt nicht geil. Nee, 1 von 10. 1 von 10. Das ist eklig, hat eine eklige Konsistenz, ist eklig zu essen. Es schmeckt Scheibenkleister. Schmeckt nach Scheibenkleister. So, das war mit Abstand das Schlechteste. Weil die waren wenigstens scharf. Die waren eklig, aber die waren wenigstens scharf. Die haben mir irgendwas gegeben. Das war nur eklig, das Zeug. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding ist, was man sich irgendwie in ein Wasser machen kann. Vielleicht schmeckt das Wasser dadurch ein bisschen geiler oder so. Ich weiß nicht, das ist einfach nur Zuckermasse. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Video auf einer eher schlechten Note. Das mit Abstand beste heute waren, glaube ich, die hier. Die fand ich richtig geil. Die habe ich eben auch offscreen nochmal gegessen. Ich esse jetzt auch nochmal einen. Die sind gut. Die schmecken geil. Falls euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, falls ihr das nicht getan habt. Folgt auch gerne auf Instagram und TikTok rein. Die Links sind unten in der Beschreibung. Und
Die seht ihr auch hier im Bild eingeblendet. Falls ihr Bock habt, mich noch auf andere Art und Weise zu unterstützen, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Auch den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Wollt ihr mehr Süßigkeiten-Testen-Videos sehen? Ich habe da zumindest noch eins im Petto bisher. Aber zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Was glaubt ihr, was ihr am liebsten gemocht hättet? Habt ihr vielleicht einiges davon schon gegessen? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin würde ich sagen, peace out, stay hydrated und ich wünsche euch noch einen Abend. Macht's gut, tschüss. Oh, ich muss rülpsen.